Hallo, mein lieber Skorpion. Herzlich willkommen zu deiner Monatslegung für den November. Ja, am Anfang habe ich es ein bisschen verrückt und habe die ganze Zeit September gesagt. Ich gehe direkt jetzt rein und frage einfach, was diesen Monat Thema ist. Hörst du gleich. Ich möchte davor noch sagen, ich biete persönliche Legungen. Nimm das gerne in Anspruch, wenn du möchtest. So großes Blatt für ein persönlich sieht einfach nochmal anders aus als so eine Kollektivlegung. Ja, dass dir das bewusst ist. Fühl rein, ob es deine Legung ist. Und wenn es dir irgendwo schlecht geht oder du sagst, boah, das hätte ich echt gerne mal los, so ein Thema, oder auch körperlich irgendwelche Schmerzen, probier gerne mit mir so eine Sitzung aus, so ein Coaching. Und schau dir das auf Instagram an, lies dir da gerne mal durch, was die Leute so schreiben. Okay, jetzt geht's los. Für mein Kollektiv Skorpion. Liebes Universum, gib mir bitte einen Blick in den November für meinen Skorpion. Was ist hier Thema? Was soll ich heute für alle, die mich finden, für den Großteil des Kollektivs erkennen und weitergeben? Einfach. Springt der Sarg raus am Ende. Da bleibt er auch liegen, oder? Was ist denn da los? Ja. Okay. Ihr seht die Karten nicht so gut, ich weiß. Ihr seht sie gar nicht wahrscheinlich. Ich weiß, das sind die kleinsten, die ich habe. Ich finde leider die anderen gerade nicht. Okay, ihr seid die Nächsten. Das hatten wir gerade schon bei den Jungfrauen. Ihr seid auch ganz, ganz hart am Knackpunkt oder ihr habt diesen Monat schon etwas gelöst, vielleicht sogar. Ich bin ja jetzt nicht am ersten Tag des Monats dran. Wir haben hier das Kreuz. Das Kreuz ist so eine Lernaufgabe. Das ist sowas, wie Leuten vergeben zu können, die man eigentlich gar nicht mag. Ja. Oder, keine Ahnung, irgendwelche Muster durchbrechen, die euch schon... Also die haben euch jetzt bis jetzt zu dieser Legung begleitet und ihr schafft es, die jetzt in diesem Monat aufzulösen. Ist für mich ein super Zeichen, weil es liegt hier richtig rum. Es hat hier noch zu tun mit euren Wünschen und mit einer Unklarheit. Ihr habt hier eine Unklarheit zu euren Wünschen. Da kommt keine Klarheit rein. So, jetzt möchte ich aber noch erstmal drei Klärungskarten zu dem Ganzen. Okay, ihr wisst endlich, wie ihr... Ihr werdet neu entscheiden, okay, das, was neu für euch kommen wird, das Knackpunktthema ist, ihr habt früher, ich sage jetzt bewusst früher, das kann auch gestern gewesen sein, früher immer nach einem gewissen Muster entschieden. Euch eure, bei eurer Weggabelung, da habt ihr so ein Muster gehabt, wie ihr euch entscheidet. Und das darf sich verabschieden. Ich sehe, ihr habt es schon erkannt. Ich sehe tatsächlich, ihr habt es schon erkannt. Und Bewusstwerdung ist ja oft der größte Schritt zur Veränderung. Aber ihr könnt das Ganze noch nicht laufen, sehe ich. Weil unbewusst schafft ihr es noch nicht, das neue Muster dann in den Schritten umzusetzen. Ist aber nicht schlimm. Euch ist es bewusst geworden. Ihr habt es verstanden. Was mit den Wünschen hier los ist und mit der Klarheit, ist, dass ihr euch wünscht, offen zu kommunizieren, offen zu sein. Dass ihr so seid wie, ja, es ist hier eine Glasscheibe und man darf eure Gedanken und Gefühle sehen, das wünscht ihr euch. Es ist aber noch gar nicht so klar, dass das in eure Wünsche mit reinspielt. Unbewusst seid ihr im Nebel, ihr seid im Nebel, weil Selbstbewusstsein. Vielleicht auch im Nebel zu einer zweiten Person. Das müssen wir klären. Nee, ihr kommt nicht in euer volles Potenzial, weil ihr in euren Wünschen, das ist beispielhaft, muss ich jetzt sagen, lieber Skorpion, wenn du dich hinsetzt und sagst Wünsche, du schreibst auch Wünsche, dann ist es so, dass wahrscheinlich bei dir jetzt im November, wenn das deine Legung ist, nicht sofort etwas aufploppt. Weil dir das nicht so ganz klar ist. Das heißt, mit dem Thema solltest du dich tatsächlich befassen, dich hinsetzen und sagen, Wünsche, was sind meine Wünsche? Und dann wirst du spüren, dass hier eine Unklarheit ist, weil du durch einen gewissen Aspekt, dass dir irgendwo noch das Selbstbewusstsein, deine eigene Stärke noch nicht vorhanden ist, traust du dich, glaube ich, deine Wünsche noch gar nicht mal als Wünsche zu nehmen. Ja, am Wünschen darf man sich alles. Und das ist so...
lustig, dass das jetzt gerade kommt, weil ich habe gestern oder vorgestern mit meiner besten Freundin das Beispiel gehabt. Ich so, geh mal rein, überleg mal, alles ist möglich. Ein Tag, wo bist du, was machst du an diesem Tag? Alles ist möglich. Und dann kam zum Beispiel, ja, einkaufen fahren, sich alles klamottenmäßig eindecken für den Winter. Und dann fährt sie nach Hause. Ich so, wohin fährst du nach Hause? In deine Wohnung, die du jetzt hast? Alles ist möglich. Sie so, boah, so weit kann ich nicht rausdenken. Und das ist bei euch so ähnlich. Ihr könnt nicht hindenken zu großen, großen, großen Wünschen. Auf, raus, alle Wünsche aufschreiben, pam, 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 was ihr euch wünscht. Und wenn es noch so unmöglich erscheint, da kommt ihr schon mal in diese Wunschenergie nämlich rein. Und dann werdet ihr auch offener zu eurer eigenen Selbststärke. Also bei euch geht es um ein Selbstwertthema irgendwie. Ich biete dir diese Coachings an. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe verstanden, dass ich hier an einem bestimmten Entscheidungsweg immer ähnlich handle, weil ich zu wenig Selbstbewusstsein für mich selber habe. Ja, dann nehme ich lieber immer den Weg, wo ich meine, dass ich mich einkategorisieren muss, weil ich mich unter irgendwas sehe. Also ihr seht euch immer unter irgendwas bei Entscheidungen, großen Entscheidungen, Wunschentscheidungen. Ihr habt jetzt schon erkannt, das wollt ihr nicht mehr, aber ihr könnt das Ganze noch nicht laufen. Ja, da könnt ihr mich anrufen oder wir telefonieren dann, man sieht sich auch. Und dann kristallisieren wir raus, woher kommt das? Weil es kann sein, dass da einfach was Altes drauf liegt, was ihr so in Gedanken nicht findet, sonst hättet ihr es ja schon gelöst. Ich suche das Ganze energetisch mit euch. Lest euch das einfach mal durch, was die Leute schreiben. Ist vieles möglich, wo man sich danach denkt, ja, ganz logisch, ganz, ganz logisch. Aber man findet es alleine oft nicht. Das ist irgendwie so ein Thema, das ist schwer. Ich könnte jetzt spezifische Dinge suchen, Beispiele machen, aber es wird für jeden was anderes sein. Das ist jetzt ein Thema, das ist schwer auf eine Person zuzuschneiden, also in so einer Kollektivlegung, ja? Okay, dann möchte ich wissen, so drei Karten als Tipp, was würde euch da noch dienlich sein, wenn das Ganze aufploppt? Okay, cool, das ist schon mal ein guter Tipp, ein klarer Tipp, kann ich gut greifen. Entweder gibt es bei einem, zwei, drei, vier, fünf von euch den Aspekt, dass ihr tatsächlich auf die Hilfe von der Frau zurückgreifen könnt. Oder ein älteren Kind von euch, weiblich, auf jeden Fall weiblich, dass da ein Tipp vorhanden wäre, der euch hier hilft. Oder ist es so, dass ihr einfach euch öffnen müsst für Umwege. Ziele bitte ganz groß schreiben, Wünsche bitte ganz groß schreiben, aber der Weg dahin darf ein Umweg sein. Der darf ein Umweg sein, vor allem wenn es dann große Wünsche aufploppen. Die erreicht man nie so. Ich kenne niemanden, der sie so erreicht hat. Ja, oft in den Umwegen lernt man das meiste dazu. Und darauf zu schauen, was immer, wenn es um das geht, dass ihr etwas neu starten möchtet, was dann immer aufploppt und euch Energie raubt. Da gibt es irgendwas, irgendwas ist dann offen. Entweder, es kann auch noch sein, Deutungsmöglichkeit muss ich dazu sagen, dass es für euch alles nicht so leicht ist, weil ihr ein Kind habt. Und ihr deswegen eingeschränkter seid. Kann sein, es muss sich dazu sagen, liegt hier auch so. Kann man auch so deuten. Dann ist das automatisch euer Energieräuber. Ja, weil ihr müsst natürlich das Kind auch noch abdecken. Kann ich als Alleinerziehende sehr gut verstehen. Wenn es das nicht ist, dann ist es so, dass immer, wenn ihr neu etwas starten möchtet und dann sagt so, ja, neue Energie, dann kommt etwas, was euch automatisch die Energie raubt. Ich glaube, das ist so, dass ihr euch dann zu klein fühlt. Das ist dieses, dass ihr nicht in die Kraft kommt. Irgendwas ist da, das zieht euch dann immer Energie. Vielleicht zieht ihr euch selbst dann immer runter. Ihr seid dann praktisch, bei euch ist so, ihr seid so, ja, das mache ich jetzt. Und dann kommt irgendwas, das sind hier die Mäuschen, diese Mäuse, irgendwas, entweder sind es eure eigenen Gedanken oder es sind alte Glaubenssätze von Menschen, was sie euch schon gesagt haben und das zieht euch dann runter und lässt euch nicht starten. Schaut euch an, was das ist. Da drin ist der Knackpunkt, um das zu lösen. Wenn ihr das nicht mit mir machen wollt. Okay, was kommt hier im November unverhofft noch zu euch dazu im Monat, in diesem Monat? Bitte irgendwas Tolles, was ganz Cooles bitte. Was ganz Schönes, was Leichtes, was Unterstützendes. Ja, komm, wir nehmen die 4, es sind 4 rausgekommen. Ihr selbst. Die Beziehung noch unklar, die Veränderung klar, die Abgrenzung, der Rückzug unklar.
Ihr könnt euch verändern, wenn ihr euch besser zurückziehen könnt, zurücknehmen könnt, weil es ist, da kriege ich sofort rein, es ist nicht richtig, sich zurückzuziehen. Keine Ahnung, ob ihr so Glaubenssätze habt oder ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich mich zurückziehe für mich. Oder. Rückzug ist euer Pusher für, um Veränderungen reinzubringen. Ich sehe jetzt nicht unbedingt bei euch, dass jemand anderes unverhofft dazukommt in den Monat, sondern dass ihr hier Veränderungspotenzial habt. Wenn euch bewusst wird, dass ihr euch in Beziehungen, egal was, kann auch die Arbeit sein, hier ist mir der Anker mit rausgekommen, oder es ist in euren Beziehungen so, dass es nicht mehr das Gleichgewicht hat. Dann zu sagen, hey, es hat nicht das Gleichgewicht, ich muss es nicht unbedingt beenden oder so vielleicht. Ich muss mich auch gerade nicht entscheiden. Manchmal nimmt es schon so den Druck raus, wenn man sagt, hey, ich muss mich gerade nicht entscheiden. Ich kann einfach etwas Neues probieren. Eine Form, die mir noch nicht bewusst war. Einfach zu sagen, hey, so gefällt es mir gerade nicht, ich bin aber da, aber ich möchte mich jetzt mal komplett zurückziehen. So sagen das die Karten bei euch. Interessante Legung. Ich merke, das ist so, boah, wenn ich jetzt jedem Einzelnen von euch eine große Legung machen würde, würde ich sofort verstehen, was hier los ist. Das müsst ihr euch halt echt gut selber umwälzen. Die Maria Magdalena Karten, ich nehme ganz, ganz oft jedes Mal für euch neue. Ich habe schon 200 Decks, ich kenne die noch nicht gut. Sie sind so okay. Für euch haben wir einmal die Zahl 17, einmal die Zahl 5. Kommunikation und gleichzeitig Geheimnis. Ja, so fühlt sich das auch an. So fühlt sich das auch irgendwie an. Immer neu und dann aber, ja. Okay, wir lesen mal hier erstmal die Kommunikation. Das Herz alleine klingt. Worte, Gesten, Begegnungen, die Resonanz in dir findet. Worte, Gesten, Begegnungen, die Resonanz in dir finden, die in dir klingen, sind für dich wahr und richtig. Im Raum meines Herzens bin ich verbunden mit allem, was ich liebe. Immer. Also alles, was gerade auch so zu dir kommt von außen, ist gerade im Moment richtig. Da, wo du gerade bist, bist du nicht falsch. Da bist du aus einem ganz, ganz bestimmten Grund. Dann Geheimnis. Alles hat seine Zeit. Warte ab. Ja, genau. Entscheide nicht zu forschen. Das ist das, was ich hier unten auch so fühle. Sondern versuch dich vielleicht einfach nur mehr zurückzuziehen. In der Stille liegt die Kraft. Ich hüte und bewahre. Die Wahrheit kommt früher oder später immer ans Licht, dann, wenn die Zeit dafür reif ist. Was beschäftigt dich gerade? Was möchtest du erreichen oder umsetzen, entwickeln? Manchmal ist es wichtig, ein Geheimnis zu hüten. Die Karte fordert dich dazu auf, zu schweigen, etwas für dich zu behalten und achtsam mit Informationen umzugehen. Okay, ihr Lieben, das war eure Legung. Was ich dazu sagen möchte, hört mir bitte noch ganz kurz zu. Ich bin wahrscheinlich jetzt 2 Monate weg. Wenn ihr mich schon kennt, ich mache eine neue Ausbildung. Davon werdet ihr wieder profitieren. Ich komme wieder. Ich freue mich auch mega, aber ich werde es nicht schaffen, euch die Legungen zu machen in den Monaten. Wenn du ganz neu bei mir bist, kannst du mich trotzdem abonnieren. Ich komme wieder. Also macht es gut, passt auf euch auf. Nehmt gerne meine Hilfe in Anspruch. Wir sehen uns. Ciao.